herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Holby und heute im Review die KDW 1270 oder auch Spaß 12 genannt. Das Ganze zu bekommen bei Bugatti. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Intro. Kommen wir nun zum Lieferumfang. Wie ihr bereits gemerkt habt, ist es wieder ein Privatvideo. Das heißt, es gibt keinen Karton. Dennoch möchte ich euch die Waffe gerne vorstellen, weil es einfach mal was Besonderes ist. Nun zum Lieferumfang. Im Lieferumfang ist hier integriert natürlich die Waffe selbst, eine Bedienungsanleitung, ein Reinigungsstäbchen und das Magazin. Kommen wir hier erstmal zu den technischen Daten. Also der Hersteller ist Dongsang KTW. Das Ganze ist ein Federdruck-Repetiersystem im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, wo später die Materialien ist Metall und Kunststoff. Die Kapazität des Magazins fast 60 Schuss. Die Energie bei Bugatti auf der Homepage wird zwischen 1,1 und 1,2 Joule angegeben. Das haben wir natürlich für euch nachgekront. Bei Bugatti wird das Ganze in der Fixed Stocks Version ausgeliefert. Wir haben jetzt hier, dadurch, dass es Privatwaffe ist, unser Teammitglied hat hier schon den typischen Klappschaft angebracht. Die Maße und das Gewicht beziehen wir uns auf die Version, die bei Bugatti unten in der Beschreibung verlinkt ist. Die Länge der Waffe beträgt 960 mm, das Gewicht bei 1700 Gramm. Der Preis der Waffe liegt bei 159 Euro, wie gesagt, im Fixed Stock Version mit Festschaft. Kommen wir nun zu den äußerlichen Eigenschaften der Waffe. Wir haben einen kompletten Kunststoffbody, sowohl das Hauptgehäuse als auch das Frontgehäuse, der Außenlauf und auch der Durchladehebel sind aus Kunststoff gefertigt, auch der Handgriff ist aus Kunststoff gefertigt, bei der Bugatti-Version ebenfalls auch der Fixed Stock. Metallteile finden sich allerdings auch vorhanden, sowohl die Upper Rail zum Anbringen verschiedener Zieloptiken als auch der Abzug oder die Safe-Automatik ist aus Metall gefertigt. Kommen wir nun auch schnell zum Magazin. Das Magazin, wie schon gesagt, ist mal was Besonderes, also ist jetzt keine Hülse, finde ich aber trotzdem jetzt nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Magazin wird von oben eingeführt, und zwar hier, also falsch rum, so, das wird so hier oben eingeführt. Somit hat man dann auch die endgültige Optik der Waffe. Wie gesagt, das Magazin 60 Schuss fasst das. Kommen wir auch gleich noch zum Hop-Up. Das Hop-Up ist hier oben durch eine kleine Madenschraube einstellbar. Dreht man es rein, verstärkt sich, dreht man es raus, vermindert sich. Ist klar. Ja. Kommen wir auch schnell noch zu den Markings. Wir haben hier eine kleine Aufschrift von KTW, eine genaue Typenbezeichnung, drunter das FM5-Eck, Bugatti und das 6 mm. Auf der schützenlinken Seite befindet sich nichts. Finde ich schade. Also ein bisschen hätte man schon noch machen können. Aber egal, gut, weiter geht's. Kommen wir nun zu den inneren Werten der Waffe. Im Inneren werkelt eine Kunststoffmechanik, ähnlich wie bei unseren M870ern, die wir vor einigen Wochen im Review hatten. Sind aber grundsolide, stabil, halten einiges aus. Und die Feder, was verbaut ist, ist auch nur eine 90er Feder. Ja, ist auf jeden Fall internal schonend. Da habt ihr auf jeden Fall länger eure Freude drin.
Was hier an Besonderheiten ist, ist im Inneren noch, wir haben hier vom Abzug her einen 900 Gramm Feinabzug. Den Druckpunkt spürt man wirklich. Also wie gesagt, ich finde den Abzug sehr schön gelungen. Was noch anzusprechen ist, wir haben die Möglichkeit, sowohl eine BB als auch zwei BBs zu verschießen. Das lässt sich oben einstellen. Ganz easy. Nach vorne hat man zwei Schuss, im hinteren Zustand hat man einen Schuss in der Waffe. Der Lauf ist noch kurz anzusprechen. Wir haben hier im Inneren einen Aluminiumlauf, der Silver-Alumite ist, also oberflächenbehandelt. Somit gleitet die Kugel schön durch den Lauf und wir erreichen eine sehr gute Präzision bei der Waffe. Wir haben es natürlich uns auch nicht nehmen lassen, diese Waffe für euch im Praxistest wieder zu spielen. Dafür war diesmal der Jürgen unterwegs bei unseren Freunden des ASFS-Teams in Heinersdorf. Und wir wünschen euch dabei viel Spaß beim Anschauen. So, um was es geht, wurde ja schon kurz erläutert. Noch dazu zu sagen, durch die Abmaße wirkt sie vielleicht optisch etwas klobig, liegt aber dadurch in der Hand. Durch den sehr guten ABS-Plastik oder Kunststoff, der hier verwendet wurde, ist das Gewicht richtig leicht. Das Repetieren geht leicht von der Hand. Wichtige Teile sind selbstverständlich aus Metall gefertigt. Und der Clou, mit einem kleinen Klick durch die Kimme lässt sich der Schussmodus von einem BB auf zwei BBs umstellen. Vielen Dank. Kommen wir nun auch zum Fazit der Waffe. Das Fazit fällt aus. Naja, wie fällt es aus? Es ist eine Pumpe, es ist eine Federdruck, funktioniert immer. Es kann kalt sein, es kann warm sein. Das ist der Waffe vollkommen Wurst. Das Durchladegeräusch ist auch recht angenehm. Die Materialien sind klar. Mit der Zeit, Kunststoff fängt das Knerzen an. Wir haben es jetzt hier jetzt nicht. Was natürlich im Positiven ist. Die Waffe ist bei uns schon eine ganz schöne Zeit lang in Betrieb. Und wir haben innerlich noch keinerlei Probleme gehabt. Die Präzision ist gut bei der Waffe. Für den Preis von 159 Euro kann man hier beruhigt zugreifen. Habt auf jeden Fall eine Waffe, die tut, was sie tun soll. Und auf jeden Fall länger ihren Dienst tut. Wir werden die Waffe auf jeden Fall noch eine Zeit lang spielen. Ich finde sie cool. Das Durchladegeräusch ist echt super. Ich verabschiede mich damit. Euer Häubi FV. Macht's gut.